Jetzt möchte ich euch abschließend erzählen noch vom reichsten Mensch auf Erden. Wer ist das? Es war so ein Finanzbeamter vom Finanzamt, der suchte eines Tages einen armen Prediger auf, der nicht viel Einkommen hatte. Dieser Prediger besaß wenig irdische Reichtümer. Er hatte eine Wohnung, er hatte ein Bett zum Schlafen, er hatte alles, was zum Leben notwendig war, aber sonst darüber hinaus nichts. Und er fragte nun, dieser Finanzbeamte fragte den Prediger, was er besitzt. Er wollte feststellen natürlich, wie viel Steuern er zu zahlen hatte. Und dann antwortete der Prediger, ich bin sehr wohlhabend und reich. Dann staunte der Finanzbeamte und fragte, ja, welche Reichtümer haben Sie denn, was können Sie jetzt versteuern? Das Finanzamt will ja auch was davon haben an der Stadt. Und dann zählte der Prediger auf seine Schätze, die er hat. Und ich hoffe, das sind auch unser aller Schätze. Er hat gesagt, ich besitze das ewige Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich besitze eine Wohnung im Himmel. Wenn ich jetzt sterbe, weiß ich, wo ich hinkomme. Nicht in die Hölle, an den Ort ewiger Qual und Verdammnis, sondern in den Himmel, an den Ort ewiger Herrlichkeit und Seligkeit. Ich habe Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Ich kann alle meine Sorgen auf den Herrn werfen. Ich habe unaussprechliche Freude in Jesus. Ich habe die göttliche Liebe, die niemals versagt. Ich habe eine gläubige und treue Ehefrau. Das ist auch ein großer Schatz, gerade in der heutigen gottlosen Zeit. Ich habe gesunde, glückliche und gehorsame Kinder. Auch ein großer Schatz. Wir haben gerade mit der Einschulung gehört, es kommt viel Verführung auf Kinder in den staatlichen Schulen zu. Aber wir wollen auch da beten für die Kinder, dass sie bewahrt bleiben. Er sagte, ich habe gesunde, glückliche und gehorsame Kinder. Welcher Schatz, wenn man das haben darf. Und ich habe wirklich treue Freunde. Ich singe dem Herrn ein Loblied, auch in der Nacht, und ich werde die Krone des Lebens empfangen. Ist das auch dein Schatz, liebe Seele? Wenn nicht, es ist auch heute die Möglichkeit, zum Herrn zu kommen. Komm zum Jesus und er wird dich geistlich reich machen. Amen.